Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin. Und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. In der heutigen Podcast-Folge werde ich dir 5 Tipps für einen besseren Start in den Tag geben. Und diese Tipps helfen dir hoffentlich, frisch und gut gelaunt mit viel Energie in den Tag zu starten. Werbung: Die heutige Podcast-Folge wird von der Koro-Drogerie unterstützt. Ganz oft werde ich gefragt, Katharina, wo bekommt man richtig leckeres Nussmus, vielleicht auch in größeren Packungen, was nicht so schnell leer geht? Und das kann ich euch sagen, bekommt ihr bei der Koro-Drogerie, denn die Koro-Drogerie ist ein Online-Versandhandel, in dem ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen findet. Und ihr findet dort nicht nur Nussmus, sondern auch verschiedene Nüsse, Trockenfrüchte, Samen, Getreide, Hülsenfrüchte und vieles, vieles mehr. Ich habe auch einen Code für euch, nämlich mit dem Code TASTYKATIE, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link zu Koro findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge geht es, wie ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, um Tipps, wie man gut in den Tag startet, vor allem wie man ja besser irgendwo in den Tag startet. Denn ich glaube fest daran, dass die Art und Weise, wie wir in den Tag starten, eine sehr große Auswirkung auf den Rest des Tages hat. Und viele sind es so gewöhnt, morgens ja vom Wecker geweckt zu werden und dann als erstes das Handy beziehungsweise davor vielleicht manchmal noch ein paar Mal auf den Snooze-Button zu drücken, weiter zu schlummern und dann irgendwann ein bisschen schlecht gelaunt aufzustehen, erstmal das Handy in die Hand zu nehmen, die Nachrichten durchzuscrollen, ja, sich gleich mit den ganzen Sorgen der Welt zu beschäftigen und dann erstmal Gedanken daran zu verschwenden, was man heute alles vielleicht Schreckliches machen muss und wie sehr man sich vielleicht auf das Ende des Tages irgendwie auch freut und herbeisehnt. Und das ist eigentlich ziemlich schade, denn ich glaube schon, dass wir gerade die Art und Weise, wie wir nämlich in den Tag starten, können wir nämlich auch unsere innere Haltung und vor allem auch, wie wir durch den Tag gehen, also mit welcher inneren Haltung wir durch den Tag gehen, können wir nämlich ganz stark beeinflussen. Und wenn wir morgens mit der Energie erstmal einen kurzen Moment bei uns bleiben, ja, und die Energie nach innen richten und den Tag dann von innen, von dem zentrierten Innen nach außen dann praktisch leben und uns auch so ein bisschen Ruhe für uns auch nehmen am Morgen und uns vielleicht auch eine ganz klare Intention für den Tag setzen, dann ist es nicht nur irgendwo so ein bisschen Self-Care, dass man gut auf sich selbst aufpasst, sondern man setzt wirklich so einen Ton für den Tag. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf das Äußere. Und gerade in den Stunden, kurz nachdem wir aufwachen, vor allem so, ich sag mal so die halbe Stunde, Stunde, kurz nachdem wir aufwachen und vor allem auch die Zeit, das ist auch wieder so eine halbe Stunde, Stunde, kurz bevor wir eben abends schlafen, ist unser Gehirn, vor allem eben unser Unterbewusstsein, sehr, sehr sensibel. Hat auch was mit den Gehirnwellen zu tun. Ja, wir haben ja so verschiedene Wellen, zwischen denen wir dann eben auch wechseln. Und kurz vorm Schlafen gehen und eben kurz nach dem Aufwachen ist diese sensible Phase, wo wir unser Unterbewusstsein wirklich irgendwo programmieren können und ganz stark beeinflussen können. Und wenn man eben genau die Zeit nutzt, ja, um zum Beispiel die ganze Zeit Nachrichten zu gucken, was nicht heißt, dass man das nicht machen soll, aber eben vielleicht nicht direkt kurz vorm Schlafen gehen oder eben direkt an technischen Geräten ist, ja. All diese Dinge, die programmieren halt auch irgendwo das Unterbewusstsein. Und wenn man die Aufmerksamkeit dann direkt schon am Morgen oder kurz zum Schlafen gehen auf ganz viel Stress und Negativität richtet, dann gibt es so ein bisschen den Tonus für den Rest des Tages an. Und natürlich muss das keiner machen, also jeder kann das natürlich selbst entscheiden und es ist jedem selbst überlassen, wie man in den Tag startet. Aber ich kann nur empfehlen, weil ich selber das jetzt wirklich schon seit ein paar Jahren mache, dass ich eine kleine Morgenroutine habe und es selber gespürt habe, was es für einen Unterschied macht, wenn man nicht so gestresst und nicht mit der Aufmerksamkeit die ganze Zeit im Außen ist, wenn man nicht so in den Tag startet, sondern wenn man morgens sich so einen kurzen Moment Zeit für sich nimmt und eine kleine Morgenroutine hat. Und jeder hat da so ein bisschen andere Ressourcen, jeder hat da ein bisschen auch andere ja, Möglichkeiten, was die Zeit angeht. Das heißt, es muss nicht immer eine Morgenroutine von 2 Stunden sein. Es können auch 15 Minuten, 20 Minuten sein oder ein Mini-Ritual, was nur 5 oder 10 Minuten dauert.
dass man da morgens sich so ein bisschen Zeit für sich nimmt. Und ich habe jetzt so ein paar kleine Vorschläge für euch, wo ich aus Erfahrung sagen kann, die tun morgens einfach sehr gut. Kommt teilweise auch ein bisschen aus dem Ayurveda. Ganz spannend, weil mittlerweile ist die Morgenroutine ja so ein bisschen in aller Munde und sehr weit verbreitet. Und tatsächlich kommt die Morgenroutine wirklich aus dem Ayurveda. Da hat man schon vor ein paar tausend Jahren, da findet in den Schriften von der Charakasanita, also wirklich wo das alte Wissen vom Ayurveda festgehalten worden ist, findet man diese Empfehlung für die Morgenroutine. Und da sagen wir eben auch gerade am Morgen, wollen wir so ein bisschen mit der Natur eigentlich auch den Tag starten. Ja, das heißt, morgens wacht die Natur dann eben auch langsam auf und wieder wird empfohlen, praktisch kurz vor Sonnenaufgang eigentlich aufzustehen, um diesen Schwung der Natur eben mitzunehmen. Ich sag mal so, das ist natürlich nicht jedem, für jeden machbar. Manche arbeiten im Schichtdienst, deswegen einfach da schauen, wie es für einen selber passt und wo man sich dann einfach noch ein bisschen Zeit nehmen kann für eine kleine Morgenroutine. Und so meine erste Empfehlung ist, morgens, wenn man aufwacht, nicht gleich das Handy in die Hand zu nehmen. Selbst wenn man zum Beispiel einen Wecker hat, sich wieder einen alten Oldschool-Wecker aneignen, wo man einfach nur praktisch, ich sag mal, so eine Taste drückt oder irgendwo draufhaut. Also ich habe selber auch irgendeinen ganz alten Wecker, weil ich halt nicht als allererstes morgens das Handy in die Hand nehmen möchte. Wenn man mal unterwegs ist, ja im Hotel ist, ich bin ja auch immer wieder unterwegs, dann nehme ich auch mal das Handy. Aber so für jeden Tag zu Hause habe ich tatsächlich mein Handy nicht im Schlafzimmer, sondern ja in einem anderen Raum und habe dann eben am ganz einfachen Wecker dann eben neben mir stehen. Man kann auch, wenn es einem irgendwie vom Sicherheitsgedanken wichtig ist, kann man das Handy natürlich auch dahinlegen, ausmachen und sich trotzdem einen alten Wecker dann neben stellen oder einen Wecker, der einfach nichts mit dem Handy zu tun hat und den dann morgens eben drücken. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, wenn man nicht gleich das Handy als erstes in die Hand nimmt, dass man dann auch gar nicht so schnell in Versuchung kommt, gleich irgendwie auf Social Media rumzuscrollen oder Nachrichten zu checken, weil man die Aufmerksamkeit ja auch erstmal auf dem normalen Wecker hat und der ja nicht so viele Tasten hat und man den dann einfach nur ausmachen muss. Das heißt, das ist so das Erste, wo ich gemerkt habe, wenn man allein das macht, dass man nicht als erstes das Handy in die Hand nimmt, macht das schon so einen kleinen Unterschied für den Rest des Tages. Und man startet einfach ein bisschen anders in den Tag. Und das Nächste ist, was wir im Ayurveda auch empfehlen, wenn wir aufwachen, das heißt, wir machen unser Bett und dann gehen wir ins Bad, eine kleine Mundhygiene. Ja, und da kann ich nur die Kombination aus Zungenschaben und Öl ziehen empfehlen. Das heißt, man hat einen Zungenschaber, den kann man sich für ein paar Euro in wie vielen Bioläden gibt sehen. Ansonsten kann man ihn auch im Internet bestellen. Ein paar Mal über die Zunge schaben und dann merkt man auch schon, dass wirklich so ein dicker Belag ja morgens auf der Zunge ist, den man dann entfernen kann. Und tatsächlich sind diese Bakterien und der Belag auf der Zunge sind auch für diesen schlechten Geschmack im Mund auch verantwortlich. Und wir reinigen so einfach schön sanft die Zunge, wenn wir unsere Zunge morgens eben reinigen. Danach kann man einmal mit Wasser den Mund ausspülen und das Ölziehen machen. Und das beides zusammen, das Ölziehen, ich sag mal so mindestens 5 Minuten, am besten sind 10 Minuten, länger als 15 Minuten muss es auf gar keinen Fall sein. Ja, also ich mache das auch immer so zwischen 5 und 10 Minuten, das Ölziehen am Morgen. Und das ist wirklich so eine kleine Morgenroutine, wenn man das schon mal macht morgens, ja, dass man einen konventionellen Wecker nimmt, dass man sein Bett macht, dass man dann diese kleine Mundhygiene im Bad hat und sich währenddessen vielleicht anzieht, ja, fertig macht, dann ist es wirklich eine Sache von knapp 10 Minuten und dauert nicht so lang. Und was ich dann immer mache während dem Ölziehen, ja, da hat man ja so ein bisschen Zeit, das heißt, ich ziehe meistens in der Zeit meine Sportklamotten an, weil ich nämlich morgens dann immer gerne eine Runde Pilates mache oder Yoga mache, weil ich einfach gemerkt habe, das ist das Beste für mich, wenn ich es am Morgen mache, weil ich nämlich dann auch oft nicht mehr so motiviert bin, das dann am Ende des Tages noch zu machen. Und deswegen ist es für mich am besten, wenn ich das gleich morgens mache. Und während ich das mache, gehe ich dann auch mal schnell kurz ins Bad, in die Küche und mache den Wasserkocher an und koche mir da das heiße Wasser, sodass man dann nach dieser Mundhygiene als allererstes dann auch den Körper natürlich gut mit Flüssigkeit versorgen kann. Und während ich das mache, sage ich mir innerlich immer positive Affirmationen auf. Das heißt, positive Sätze, die sehr, ja, also sehr lebensbejahend sind. Ja, wie zum Beispiel,
ich bin gesund, heute wartet ein wundervoller Tag auf mich. Dann ein paar Dinge, für die ich dankbar bin, weil ich nämlich glaube, dass wir gerade am Morgen wirklich ganz stark unser Denken eben auch beeinflussen können. Und selbst wenn man das am Anfang macht und auch gar nicht so richtig glaubt, was man da sagt, je öfter man das macht, desto mehr entwickelt sich da so eine Routine und irgendwann glaubt man es. Und dann geht es ganz automatisch. Man kann sich auch, um sich daran zu erinnern, kann man sich so kleine Post-its, also kleine Notizzettelchen irgendwie an den Spiegel hängen am Morgen, sodass man das dann auch nicht vergisst, ein paar positive Sätze zu sich zu sagen. Denn oft hat man irgendwie ja für jeden irgendwie netten Spruch oder netten Satz irgendwie übrig, nur nicht für sich selbst. Und wenn man den Morgen dann gleich mit netten Sätzen innerlich, ja, die man in Gedanken, man kann sie auch laut sagen, aber innerlich, zum Beispiel während man das Öl im Mund hat, wenn man das zu sich sagt, dann, ja, strahlt man das, finde ich, auch anders aus, weil man einfach seine innere Welt irgendwie auch schön pflegt und der auch Aufmerksamkeit schenkt. Und dann spuckt man das Öl aus, ganz wichtig, das Öl nicht ins Waschbecken, ja, nicht in den Abfluss, sondern in Toilettenpapier oder ja, in Zewa, dass man das dann eben in die Mülltonne tut, also beziehungsweise in Müllbeutel im Bad, weil wenn das Öl nämlich in das Rohr kommt, dann verstopft das irgendwann auch. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man darauf achtet und danach die Zähne putzen. Und dann gehe ich immer in die Küche und trinke mein heißes Wasser oder warmes Wasser mit Zitronensaft. Und dass man den Körper dann morgens als allererstes wirklich gut mit Flüssigkeit versorgt. Und wenn man danach sagt, gut für Bewegung oder für ja, Sport, habe ich keine Zeit mehr, möchte ich am Morgen nicht machen. Wenn man nur das macht, ja, dass man morgens aufsteht, ins Bad geht, Zunge schabt, Öl zieht, gut trinkt am Morgen, sich so ein paar positive Affirmationen sagt, dann ist das wirklich eine Morgenroutine von 10, 15 Minuten. Ja, wenn man noch ein bisschen kürzer das Ölziehen macht, dann schafft man es sogar noch in weniger Zeit. Dann ist das schon mal eine total schöne Morgenroutine, wo man sich selber nur was Gutes tut. Und wenn das erstmal für den Beginn die Morgenroutine ist, dann ist es auch vollkommen okay und muss nicht so viel länger sein, denn dann ist das auch schon mal ein super startenden Tag. Und wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich danach noch ein bisschen bewegen kann, dann ist es auf jeden Fall super, weil, ja, wenn man nämlich morgens den Körper so ein bisschen, weil wir sind einfach so ein bisschen steif und so ein bisschen morgens auch manchmal so ein bisschen träge, wenn wir aus dem Bett kommen, weil wir ja doch lang gelegen haben. Wenn man dem Körper da einfach so ein bisschen Schwung gibt und auch durch die Atmung gut mit Sauerstoff versorgt, wenn wir da einfach so ein bisschen uns bewegen, dann ist das etwas, was uns einfach unglaublich gut tut. Und gerade im Yoga werden morgens auch gerne mal die Sonnengrüße empfohlen, dass man dann vielleicht ja, 10 Runden Sonnengruß macht am Morgen. Und das kriegt man auch in ja, ein paar Minuten hin. Und das muss dann nicht irgendwie eine Stunde Sport sein, sondern man kann hier wirklich ja, in einer halben Stunde oder auch in 10 Minuten kann man eine kleine Bewegungseinheit am Morgen integrieren. Und wenn man danach noch sich ein gesundes Frühstück eben macht, dann kriegt man das, also man kann es wirklich, wie gesagt, man kann diese Morgenroutine, kann man ausweiten bis ins Unendliche, ja, kann mehrere Stunden draus machen. Aber wenn man es wirklich straff durchzieht, ja, und das dann auch so eine Routine wird und man sich dann morgens auch irgendwann überhaupt keine Gedanken mehr groß darüber macht, was man jetzt als nächstes macht, dann kriegt man das wirklich in einer knappen Stunde oder 45 Minuten kann man das hinbekommen. Man muss halt dann wirklich ja, sich nicht noch irgendwie groß vom Handy oder anderen Dingen ablenken lassen, sondern dann wirklich morgens sich die Zeit auch selber wirklich dann nehmen. Und da kann ich euch nur versprechen, das macht einen Unterschied für den Rest des Tages. Und wie gesagt, es müssen nicht alles Dinge sein, die man sofort integriert. Es können auch erstmal nur ein, zwei Sachen sein, wie zum Beispiel das mit dem Wecker oder dem Handy auslassen am Morgen, mit der Mundhygiene oder auch nur genügend Flüssigkeit, damit meine ich keinen Kaffee, sondern Wasser oder auch mal einen Tee, dass man da wirklich morgens als erstes den Körper mit genügend Flüssigkeit versorgt, dass wir damit in den Tag starten. Und der Körper und auch die Psyche, die wird es einem auf jeden Fall danken. Und ein gesundes Frühstück gehört für mich tatsächlich auch immer irgendwo zu einem guten Start in den Tag dazu. Viele, die sagen, sie können morgens nichts essen. Das liegt meistens daran, dass man abends zu spät und zu viel isst. Dann ist es recht normal, dass man morgens dann nicht so wirklich viel Hunger hat. Ansonsten, wenn man sagt, es geht irgendwie gar nichts morgens, dann kann man einfach ja, einen Tee trinken, heißes Wasser trinken und sich vielleicht ein Frühstück oder
Ja, ein frühes Mittagessen mit für unterwegs nehmen, das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ansonsten empfehle ich ja immer gerne morgens den Körper auch wirklich gut zu nähren, weil wenn man schon mit einem gesunden Frühstück in den Tag startet, dann fällt es einem tatsächlich auch sehr viel leichter, den Rest des Tages gesunde Entscheidungen zu treffen. Und selbst wenn dann irgendwie das Mittagessen oder der Nachmittagssnack oder das Abendessen nicht ganz so toll war, dann hat man zumindest einen guten Start in den Tag gehabt, den Körper schon mal einige Nährstoffe morgens mitgegeben. Und wir wollen den Körper ja am Morgen, wenn man auch mal so ein bisschen die Organuhr anguckt, dann sind morgens ja so ein bisschen die Entgiftungsorgane auch wirklich aktiv. Das heißt, wir gehen ja auch morgens, wir sollten auf Toilette gehen. Ja, nicht nur Urin, sondern am besten auch Stuhlgang. Wir haben auch einfach die Leber, die dann auch aktiv ist. Und wir wollen den Körper ja morgens auch bei der Entgiftung eher unterstützen. Deswegen sollten wir dann auch trinken. Deswegen sollten wir dann auch sowas wie die Mundhygiene machen, dass wir den Körper, also gerade auch die Zunge, ans Mundraum auch so ein bisschen mit der Entgiftung unterstützen. Und da sollten wir auch optimalerweise bei unserer Entscheidung, was das Essen anbelangt, auch hier etwas wählen, wo wir den Körper eben auch so bei der Entgiftung eher unterstützen können. Und da ist eben ein warmes Frühstück, zum Beispiel ein Porridge oder auch eine Suppe oder vielleicht auch mal ein getoastetes Vollkornbrot mit einem pflanzlichen Aufstrich. Also wenn man hier gerade am Morgen guckt, dass es überwiegend pflanzlich ist, ja, dass es nichts Eiskaltes ist, dass es kein industrieller Zucker ist, ja, dass es nährstoffreich ist. Wenn wir das morgens wirklich integrieren, dann haben wir wirklich schon mal so einen richtig guten Start in den Tag. Und der Punkt ist hier wirklich, nicht ganz, ganz, ganz diszipliniert zu sein und sich selbst irgendwie versuchen unter Kontrolle zu bringen und ganz hart zu sich zu sein, damit man einfach einen richtigen guten Start in den Tag hat, sondern der Fokus liegt hier vielmehr auf dem sich nähren, gut zu sich zu sein, auch sein Inneres irgendwie zu pflegen und vor allem auch die eigene Tasse zu füllen. Wenn ihr meinen Podcast länger hört, dann wisst ihr, dass ich davon immer gerne spreche, dass wir wie so eine, ja, ich nenne es immer gerne so eine Tasse an Energie haben, die wir den ganzen Tag eigentlich zur Verfügung haben. Und wir können nicht aus einer leeren Tasse geben. Und wenn wir schon am Morgen gucken, dass wir unsere eigene Tasse füllen, dann können wir auch eher mal den Rest des Tages auch anderen etwas davon geben. Und wenn wir nämlich schon morgens in den Tag starten und schon so viel im Aus unterwegs sind, unsere ganze Energie wie aus dem Fenster werfen, ja, natürlich sind wir dann am Nachmittag oder vielleicht sogar schon am Mittag oder sogar schon irgendwie um 10 Uhr total gerädert und haben nicht mehr genügend Energie. Und wenn wir dann morgens wirklich schauen, dass wir unsere eigene Tasse füllen, indem wir uns morgens nähern. Für manche mag das vielleicht auch sein, dass man sich mit einer Tasse Tee oder mit einer großen Tasse heißem Wasser einfach nur morgens 20 Minuten auf die Couch setzt, nach draußen guckt, ein bisschen Natur beobachtet und ansonsten noch ein paar Seiten im Buch liest, ja, und danach zu frühstücken, wenn das für einen gut ist und man merkt, dass man davon wirklich so richtig von zehrt, dann ist das auch eine schöne Morgenroutine. Das von mir sind nur ein paar Beispiele, wie es ich mache, wie ich die Erfahrung gemacht habe, dass es auch anderen sehr gut tut. Und ihr könnt euch da eure eigene Morgenroutine zusammenstellen. Man hört ja oft so ein bisschen so, das muss jetzt die Morgenroutine sein, weil so macht das irgendwie die Erfolgsperson XY, deswegen müssen das irgendwie alle machen. Aber wir sind so individuell. Und es ist auch gut so. Und deswegen können wir uns auch alle unsere eigene Morgenroutine zusammenstellen, die sich auch verändern darf. Ja, also das kann sich immer mal wieder so ein bisschen verändern, so wie sich auch die Jahreszeiten verändern, wie sich auch unsere Lebensphasen verändern. Und da kann man auch mit diesem Fluss des Lebens mit dem eigenen Gefühl auch so ein bisschen mitgehen. Ich hoffe sehr, dass ich euch dazu inspiriert habe, sich, wenn überhaupt, eine kleine Morgenroutine anzueignen, ja, wenn ihr das bisher noch nicht hattet. Und wenn es wirklich nur erstmal ein kleiner Punkt ist, den ihr euch da rausnehmt, dass ihr sagt, okay, also das, was die Katharina gesagt hat, das klingt nicht so schlecht. Ich nehme jetzt mir mal eine Sache raus und schau, dass ich mir morgens, dass ich da einfach mir was Gutes tue. Das muss nicht gleich alles sein. Und da schaut auch einfach mal, beobachtet euch selbst mal, wie sich das anfühlt. Fühlt sich das gut an? Und wenn ja, dann macht es auf alle Fälle weiter und seid da offen für was Neues. Und ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall einen großen Unterschied für den Rest des Tages machen kann.
Teilt die Podcast-Folge auch sehr gerne auf Social Media, auf Instagram. Da freue ich mich auch immer sehr, wenn ihr euch mich drin verlinkt. Dann kommen so noch mehr Menschen von der Folge auch mit und können den Podcast dann hören. Lasst mir auch sehr gerne eine Bewertung da, da freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.